Der ist ja wieder ordentlich auf die Hube gedrückt. Tut, tut! Also ich habe mir angewöhnt, im besten Fall immer so einen Co-Piloten mitzuhaben. Einer, der so ein bisschen auf mich aufpasst, der mich kennt, der genau weiß, wie meine Schlucktaktung ist, der hin und wieder mal sagt, ach Mensch, Volker, nun trink doch auch mal ein Wasser. Aber das Ding ist, das Gleiche erwartet er auch von mir. Und mir fällt das nicht so leicht. Also der klassische Co-Pilot kommt dann auch mal zwischendurch und sagt, so, atme mal tief durch, trink noch mal einen kleinen Schluck, warte mal noch ein bisschen ab, in 5 Minuten haben die ja auch noch Bier, bleib mal ganz ruhig. Trink mal ein kleines Wasser. Ja. Also ein Wasser habe ich wohl gehabt. Daran kann ich mich noch erinnern. Sonst wollte ich nur Wasser lassen. Du hast zwar viel Bier, hast immer ein paar weniger und dann hast du da mehr von. Boah. Das Schlimme ist ja auch immer, wenn du Leute triffst und die dann immer mit dir irgendwie so auf Rüber anstoßen. Das geht mir immer schon hart auf den Nüsse. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit anzustoßen. Ich will ja irgendwie im Zickzack durch den Laden torkeln, hier mal einen kleinen Talk führen, da mal mit dem Barmann, hier mal mit Gerhard, da mal kurz hinfallen, was weiß ich. Schön an der Theke einfach ein bisschen sein. Einfach mal sein, einfach die Fresse halten und trinken. Ich muss sagen, da haben sich wohl ein paar Schnäpse eingeschlichen. Und genau dieses Ausgegeben und diese ganze Schnapsproblematik, das muss der Co-Pilot im Blick haben. Da muss er auf jeden Fall einschreiten. Also eigentlich ist das so eine Art Wingman. Nur für Getränke, für die Nächte, wenn es hart auf hart kommt. Weil es wäre ja schade, wenn jeder Abend so schnell endet, wie ich trinke. Der große Haken an der Sache ist, wenn du so einen Co-Piloten bei dir hast und ja auch gleichzeitig der Co-Pilot von ihm bist, dann verlässt du dich da drauf. Und dann gehst du ganz beschwert in so eine Getränkenacht rein. Und irgendwann verlieren beide die Kontrolle. Dann habe ich dazu aus Versehen noch einen Beutel Tabak geraucht und 15 Bier sind mir auch noch im Mund gefallen. Weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Naja, war trotzdem klasse. Da brauchst du eigentlich direkt einen dritten Wingman, der nicht trinkt und auf euch beide aufpasst. Irgendwann bist du denn so hart behelmt, dass das so einen kleinen Perpedo-Mobile-Effekt hat. Es hört nicht mehr auf. Die ganze Nacht, bis das nicht mehr geht. Das ist eine Hassliebe. Die Nächte liebe ich, am nächsten Tag ist immer so mittelgeil. Naja, das war's auch schon wieder mit Volkis Getränkemomenten für den Sonntag. Ich wünsche euch noch einen klasse Abend oder Tag oder was weiß ich. Ich weiß das immer nicht mehr so genau. Legt euch mal hin. Oh. Das schmeckt ja hier.